Grüß Gott, ich bin Pater Augustinus von St. Ottilien. Ich begrüße euch von nah und fern ganz herzlich zur Meditation. Das Thema für die heutige Meditation heißt Unterwegs zur Mitte und zu erfüllten Leben. Mensch sei heißt unterwegs sein. Oft sind Unterwege alles andere als geradlinig, manchmal verschlungen und verworren. Es gibt immer Krisen in unserem Leben, kleinere und größere. Wenn wir in eine Krise stecken, fällt es schwer, einen Ausweg zu erkennen. Machen wir uns auf den Weg in die Mitte. Denn wir brauchen eine Mitte, aus der wir leben. Eine Mitte, die uns Heimat gibt, Sinn und Orientierung. Du darfst dich in dieser Mitte führen lassen. Du hast nur das eine zu tun, dich dem Weg anzuvertrauen und loszugehen. Wer ein Labyrinth geht, macht die Erfahrung, dass er am Ende immer zur Mitte gelangt, wenn auch nur langsam, Schritt für Schritt, aber man kommt immer an. Der Weg in das Labyrinth hinein ist der Weg zu dir selbst, zum Geheimnis deines Lebens. Hier in der Mitte scheinen sich Himmel und Erde zu verbinden. Und wer Glaube hat, wird noch tiefer sehen. Wir werden entdecken, dass wir unseren Wegen nicht allein gegangen sind, sondern dass uns jemand geführt hat. Ja, und manchmal sogar getragen hat. Wie der Beter des 16. Psalms sagte: Mein Gott, du bist mein ganzes Glück. Nichts steht über dir. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Viele Freude finde ich in deiner Gegenwart und immerwährendes, tiefes Glück an deiner Seite. Der Weg aus der Labyrinth heraus ist gleich lang wie der Weg nach innen. Meditation ist ein Weg, der dazu führt, in die eigene Innerwelt zu gehen, die inneren Stimmen zu hören, um Ruhe und Kraft zu finden. Das Symbol des Labyrinths veranschaulicht eindrücklich, was der christliche Glaube auf die Frage nach dem erfüllten Leben zu sagen hat. Der Weg zum Leben ist eng damit verbunden, dass du aus einer Mitte lebst, aus der Beziehung mit Gott. Auf dieser Mitte findest du Sinn und Orientierung in den vielen Wendungen des Lebens. Der Weg zum Leben führt aber zugleich aus der Mitte heraus. Warum? Weil das menschliche Leben von Gott zu Liebe bestimmt ist. Gott schenkt uns Kraft, Ermutigung und Stärkung, um weiterzugehen und dann auch wieder neue Wege zu entdecken. Darauf dürfen wir vertrauen. Gott meint immer mein Hier und Jetzt. Erfülltes Leben, das gibt es nicht für mich allein, sondern
nur in der Beziehung zu anderen. Dass wir gehalten und getragen sind, dass wir hineingenommen sind in etwas Größeres, in das ganz Große. Wir können nur im Jetzt leben, Gottes Gegenwart im Alltag erfahren, jeden Tag neu. Bleiben wir also dran an unserer Hoffnung, an der Liebe, denn dann kann unserem Leben erblühen und Frucht bringen. Ich lade euch ein, zur Ruhe zu kommen. Nun wollen wir zusammen beten und meditieren. O Gott, komm mir zu Hilfe, Herr, eile mir zu helfen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Wir hören das Lied »Bleibe bei uns«. Wir sitzen aufrecht, ruhig, bewusst und offen für alles. Wer will, kann die Augen schließen. Eine Klangschale klingt. Wir hören zu. Worin liegt die Heilskraft? Bei der Klangschalle oder beim Zuhören?
Lauschen macht still, das ist heilsam. Die Klangschallen geben uns die Fähigkeit, offen zu sein, und der Körper ist im Augenblick entspannt und locker für die Meditation. Wir richten unsere Wachheit auf das Hören und auf das Spüren.
Ich atme ein, dass ich einatme. Ich atme aus, dass ich ausatme. Einatmen, Gott, du in mir. Ausatmen und ich in dir. Warte auf Gottes Wirken in deinem Herzen und in deinem Leben. Wir leben in Gottes Gegenwart und legen alles in seine Hände. Gott, du in mir und ich in dir, du in mir und ich in dir.
Im Vater unser beten wir für leidende Menschen in der Welt, für unsere Angehörigen und Freunde, für den Frieden in der Welt und in uns selbst. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigen, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. So segne euch der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich danke euch für das Dabeisein. Lebe, lache, liebe und lege alle Sorgen in Gottes Hände. Zum Schluss hörten wir Orgelmusik. Ihr könnt danach gerne noch in der Stille sitzen bleiben. Gottes Segen und bleibt gesund.